Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit- und Aufbaustrategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Surviving Mars mit dem Space Race DLC. Und ja, wie immer haben wir immer noch das Problem, das heißt wie immer, wir müssen forschen. Ich habe ja am Ende der letzten Folge ja gesagt, hier die 5% nützen uns noch was. Ja, sie nützen uns wirklich noch was. Weißt du was, hier begrenze ich das jetzt mal. Wir sind jetzt bei 30%, 63.000 und wir haben jetzt davon ungefähr 2/3. Das Witzige ist, dass wir scheinbar einfach nur Krankenstationen bauen müssen, aber da müssen keine Leute rein. Das ist ja stumpf. Das ist ja richtig dumm stumpf. Also das ist ja tödlich stumpf. Komm her, dann bauen wir einfach noch eine. Mir doch egal. Wenn uns das hilft. So, ansonsten, die arbeiten hier wieder, die 2000 abbauen. Wie sieht das mit dem Wasser hier aus? 7000, okay. Müssen wir im Auge behalten. Ja, die bauen das jetzt hier. Ich suche mir mal meinen Rover und wir holen von hier oben wieder... Warte mal, können wir nicht einfach mal... hier das Treibstofflager bauen. A colonist has died. Ja, wir sind bei 200, das ist auch noch okay. So, Lager. Machen wir so ein großes Lager. Das kostet sogar Wartung. Okay, na ganz ehrlich, dann nicht. Dann mache ich ein kleines Lager. Weil das reicht schon. Da müssen wir nochmal ganz genau hingucken, bis wohin die Reichweite geht. Also hier können wir es noch hinbauen, okay. Beziehungsweise kriegen wir das hier irgendwo hin. Reicht das? Ja. So, dann können wir nämlich, das Ding hier mal abreißen. Der Rover holt das mal ab. Und dann lagern wir den Treibstoff nämlich hier. Ich glaube, das ist deutlich effizienter. So, jetzt haben wir noch eine Krankenstation. Und sind jetzt bei 35%. Leider sieht man nicht, wie viel wir schon haben. Das ist auf jeden Fall jetzt... Es ist übersichtlicher. Es ist ein Ziel in Sicht. Wir sind bei 80%. Jetzt glaube ich mittlerweile sogar wieder dran, dass wir es schaffen könnten. Und rein theoretisch... Wie gesagt, ich reiß die am Ende einmal wieder alle ab. Falsche... Was ist das denn jetzt? Falsche Adresse. Mehrere Nachschubkapseln im Orbit haben um Landeerlaubnis angesucht. Die Nachschubkapseln gehören jedoch nicht uns. Die dürften für einen unserer Rivalen bestimmt gewesen sein. Ein Fehler in der Navigationssoftware hat dafür gesorgt, dass die Nachschubkapseln zu uns anstatt zur Kolonie von internationalen Marsmissionen geschickt wurde. Wir könnten uns die Lieferung einfach unter den Nagel reißen, allerdings werden wir nicht abstreiten können, dass wir wussten, wem die Kapseln eigentlich gehörten. Des einen Freud ist des anderen Leid. Holen wir uns die Vorräte, kontaktieren wir die rivalisierende Kolonie und übergeben wir ihnen die Kontrolle über die Nachschubkapseln. Standing des Rivalen um 25 modifizieren. Oligar, schnappen wir sie uns und schieben wir den anderen Kolonien die Schuld dafür in die Schuhe. Versuchen wir den Schaden so gut wie es geht in Grenzen zu halten. Erhalte zwei Nachschubkapseln und verliere weniger Ansehen als... Ne, wir sind nett. Wir sind nett. So. Wie viel ist die Rakete? Hier baut man den Scheiß. Höhere Prio. Wir gucken mal nach dem Strom. Stromnetz. Netz 2 plus 12. Das ist nicht viel. Lasst uns doch mal... Stromes? Popomes? Das ist scheiße. Ja, hier. So, baut man das Stromkabel dort. So,
197 Leute, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir hier sogar Wissenschaftler drin. 2900. Kann ich euch versetzen? Nee. Kann ich sie versetzen? Sie kann ich noch versetzen. So, die Rakete. Wir könnten sie losschicken, aber andererseits brauchen wir es auch aktuell gerade nicht. Wir sind bei 89%. Das sieht doch nach einem... Das sieht doch gut aus. Das ist sehr gut. Ich glaube, es ist machbar. Es ist machbar. Die ganzen Drohnen, ey. Achso, wir wollten einen Übergang bauen, ne? Hier, löschen. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo das war. Hier. Komm, reiß das ab. Hallo? Liebe Drohnen. Sehr gut. Endlich. Hier, Prio hoch. Wie sieht jetzt nachts eigentlich der Stromverbrauch aus? Plus 0,4. Naja, gut. Wenn wir dann noch Sachen wieder betreiben, dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir... Die haben alle schon ein Upgrade. Mal hier noch ein paar Upgrades reinklopfen. A colonist has died. Okay, 5 Leute wieder runter. Wir sind bei 91%. Ja, das wird. Ich bin guter Dinge. Was ist denn hier? Kunstladen war gerade nicht besetzt oder was? Also zum Glück drehen die Leute nicht komplett am Rad. Internationale Marsmission, Handelsroute, Eisen für Beton. Nee, das mache ich nicht. So, wir sind jetzt an Tag 100. Welcher Tag sind wir? Das Lauf hat sich. Wo steht, welcher Tag wir sind? Es steht hier oben nicht. Ach, hier unten. 127. Und was steht hier? Das Lauffeuer hat sich jetzt auf die... Ach, das war die Meldung in der letzten Folge, dass wir jetzt die Quarantäne ausgesprochen wurde und dass wir keine Leute mehr holen können. Von der Erde. Ach, der Übergang hilft uns hier sehr. So, wir sind bei 92%. Können wir nochmal... Ne, Rakete wollte ich natürlich nicht. Können wir nochmal auslagern? Ne, können wir nicht. Weil wir noch 1000 gerade schon auslagern. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sich hier irgendwelche Wissenschaftler verstecken. Ja, hier. Komm du mal her. Uiuiui. Wir haben 6 Arbeitslose. Ich verstehe nicht, warum die nicht in die Forschung gehen. Da sind genug Slots frei. Das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Alter, habt ihr einen Vogel? Da sind die ganzen Wissenschaftler in Edelmetallextraktor drin. Ich glaube, es hackt. Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Warum verhalten sich die Wissenschaftler so komisch? Also, zugegeben, das ist extrem nervig. Ich verstehe das nicht. Also, wie gesagt, das Problem haben wir jetzt schon mehrfach gehabt. Und das sind immer die Wissenschaftler. Hier, dich kann ich nicht versetzen, oder? Doch. Geh in das Hawking-Institut, da ist genug Platz. Völlig unklar. Es ist mir völlig unklar. So, wo haben sie sich denn jetzt versteckt, die Wissenschaftler?
Ja, irgendwo werden sie schon stecken. Wir machen jetzt 2,6. Wir sind bei 94%. Der Tag ist schon wieder rum. Ja, wir warten immer noch. Ah, die Rakete ist mittlerweile fast wieder voll. Jetzt heißt es einfach nur warten. Warten und hoffen, dass nicht irgendwas passiert, was uns jetzt hier das Genick bricht. Dann haben die Drohnen hier oben wenigstens mal was zu tun. Kriegen sie mal noch eine dazu. Immer schön brav hier den Treibstoff dahin bringen. Oder halt hier hinbringen. Das müssten dann die von hier unten machen. Es bleibt die Drohne hier mitten auf dem Weg stehen. Was macht die denn da? Hat die nichts zu tun, oder was? Sieht danach aus. Okay, nochmal welche weg. Oh, Leute, hier. Mache dich in das Forschungsding rein. Selbstmord. Den kann ich nicht. Der ist abtrünnig. Der ist auch abtrünnig. So, machen wir hier die Schicht mal zu. Gehe in das blöde... Jetzt sind wir schon bei 1,9. Oh, Leute, das ist jetzt hier aber auf der Zielgerade gerade scheiße. Es ist ja nicht so, dass hier kein Platz ist in den Gebäuden, ne? Gut, die Abtrünnigen, mit denen können wir nichts machen. Oh. Die wechseln auch. Hier, sieht ihr das? Der ist verschwunden. Haut einfach ab. Geht in ein anderes Gebäude, wo ich dann wieder suchen muss. Hier. Also das ist... Ich meine, das Spiel ist jetzt ein Jahr alt. Und das, den Bug gab es gefühlt schon immer. So, 1,6. Das wird ja mal weniger. Leute. So, hier auslagern. 2,6. Das ist doch schon besser. Wir haben es gleich, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Kommt schon, 98%. Wie viel Essen haben wir eigentlich? Können wir... Ah, wir haben keine... Wir haben die Handelsplattform ja abgerissen, aber nicht mehr neu gebaut. Das ist natürlich nicht so gut. Dann bauen wir die mal hier neu. Ach, falsch rum. Moment. So, was kostet die denn? 10 Beton. Easy going. Apropos Beton. 99%, wir haben es gleich. Boah, Leute, das war eine Aktion, ey. Ja, Selbstmord. Gestorben. Komm, bau die Scheiße. Plattform. A colonist has died. Oh Gott, nochmal welche weg. 99%. A colonist has died. Ja, ja. Nützt jetzt nichts. Dass man nicht sieht, wie viel man davon schon hat. A colonist has died. Jetzt ist auch gut, ich hab's verstanden. Wie ist die Rakete eigentlich voll mit dabei? Nee, fehlt noch ein Geld fehlt noch. So, wir machen mal Eisen für Essen. Also ein Gebiss immer bei 100%. Naja, vielleicht 99,9. Ja, rundet vielleicht gerade auf. Yes! A colonist has died. Und nun? Also, was ist jetzt? Geht jetzt weiter? Werden wieder alle gesund?
Das Heilmittel, Nachricht, ja, hier. Tremendous news. The cure for the wildfire disease has been discovered. Großartige Neuigkeiten. Das Heilmittel für die Lauffeuerinfektion wurde entdeckt. Ein genetisch modifizierter Erregerstamm des marsianischen Lauffeuers verbindet sich mit der RNA des Virus und verhindert damit effektiv die Gerinnung des Blutplasmas des Wirts. Aha. Schon die Einnahme einer geringen Menge des Heilmittels genügt, um die Krankheit aufzuhalten. Bereits erlittener Gewebeschaden wird dadurch allerdings nicht geheilt. Die Wissenschaftler haben mit vielen Wachstumsmitteln experimentiert und herausgefunden, dass die Medizin am effektivsten in Schimmelpilzzellen auf Kartoffeln wächst. Das sind große Neuigkeiten, da wir über genug Biomasse verfügen, auf der wir den modifizierten Schimmelpilz anbauen können. Wenn wir uns beeilen, haben wir noch eine Chance, um dem Leid auf der Erde zu ein Ende zu setzen. Effekt: Die Heilkartoffel ist jetzt verfügbar. Durch die Ernte der Nutzpflanze entsteht das Heilmittel für die Lauffeuerinfektion, das zur Erde exportiert werden muss, um die Krise zu beenden. Effekt: Kolonisten mit der Eigenschaft infiziert werden nach ihrem ersten Besuch in einer medizinischen Einrichtung dauerhaft geheilt. Okay. So, Sojabohnen machen ja den Boden wieder gut, dann Soja. Wie lange dauert das? Gut, dass wir gerade Essen importieren. Dann können wir jetzt auf jeden Fall... Das Problem ist, dass wir uns gerade gar keine Rakete holen können, oder? Also zumindest keine mit Leuten. Gut, aber eine Frachtrakete können wir uns holen. A colonist has died. Fünf Tage dauert das, die Kartoffel zu bauen. Es stand aber nicht da, wie viel wir exportieren müssen, ne? Na naja, gut, okay. Dann können wir aber jetzt mal anfangen hier. Das Zeug abzureißen, weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also zumindest nicht alle. Wir können erstmal noch ein paar behalten. Wenn die sich alle ihre Pille holen, dann, das ist vielleicht nicht so verkehrt. Okay, der kommt gleich wieder. Nee. Oh, ja, Selbstmord. Was ist denn hier? Oh. Wir brauchen Maschinenteile. Hi, nein, du sollst da unten ausladen natürlich. Hallo? So. Ja, ist halt schön, dass wir jetzt ein Heilmittel haben. Jetzt müssen wir nur dieses Kackding auch anbauen. 9,5, was heißt das überhaupt? Optimale Ernte. Ach so. Macht schneller. 5 Tage ist auch nochmal eine Ansage. Also das, wir verlieren ja nochmal Leute dadurch jetzt. Wir sind jetzt bei 175. Haben wir überhaupt noch Kinder? Wie viele sind in der Schule? Ach, doch ein paar. So.
So, der hat hier unten ausgeladen. Strom läuft wieder. Aber das scheint sie auf jeden Fall verändert zu haben, dass man die Betondinger nicht immer neu setzen muss, sondern dass der einmal gesetzt das Vorkommen wirklich abbaut. Das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das hat nämlich auch mal genervt, dass man die nochmal umsetzen musste, beziehungsweise abreißen und neu bauen musste. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das ist ziemlich cool. Könnt ihr mal diese blöde Kartoffel schneller anbauen? Es wäre echt super. Funding received. Okay, wir haben Geld bekommen. Das nützt uns jetzt so mäßig. So, die Rakete ist gleich da. ...20 Tage lang dürfen wir uns keine neuen Leute holen. Das war bei Tag 125, glaube ich, oder? Ich glaube, es war bei Tag 125. Das heißt, wir können erst bei Tag 145 wieder Leute holen. Das ist also erst in 15 Tagen. So, die Rakete ist da. Wir lassen sie landen. Sag mal... Wo sind denn unsere ganzen... Das ist natürlich jetzt irgendwie mäßig geil. Wir haben keine Geologen mehr. Das ist schlecht. Wird ja immer weniger, was wir da ernten. Besucht Ressourcen. Ah ja. Ein sexy Genie. Warum eigentlich nicht? A cargo rocket is on its way to gather the wildfire cure. People on Earth depend on our efforts to create a steady supply chain for the cure. Ach du Scheiße. Lauffeuer, Flügel der Erlösung. Eine Frachtrakete ist unterwegs, um Heilmittel für die Lauffeuerinfektion abzuholen. Die Menschen auf der Erde verlassen sich darauf, dass wir sie regelmäßig mit Heilmitteln versorgen. What? Wie viel Heilmittel wir zur Erde schicken müssen, hängt vom... Ernst der Lage dort ab. Wir sollten in Zukunft mit weiteren Anfragen für Heilmittel rechnen, sollte es diese Situation erfordern. Effekt. Belade Frachtrakete mit Heilmittel und Treibstoff und schicke sie anschließend auf die Erde zurück, bis die Lauffeuerinfektion komplett ausgelöscht ist. Kommt jetzt noch eine Rakete? Wir haben doch gerade eine... Ach, hier. Da. 60. Habt ihr eine Macke? Das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt hier. Dann schicken wir sie erstmal weg. 60! Wie soll ich denn das machen? Ich muss meine eigenen Leute erstmal heilen und hoffen, dass sie nicht weiter abnippeln. Okay, das wird lustig. Das wird extrem lustig. Na gut, der Vorteil ist ja zumindest, dass uns irgendwann keine Leute mehr wegsterben. Ja. Das ist klar. Aber wir brauchen natürlich... Wir müssen den ganzen Bedarf halt decken. Ich baue auf jeden Fall schon mal noch eine Farm. Die Frage ist, wo können wir jetzt gerade mal Einschränkungen hinnehmen? Also Forschung zum... Aber die Wissenschaft irgendwo anders hinzustecken, macht auch nicht wirklich Sinn. Wir könnten aber jetzt sagen... guck mal, wir schränken das mal auf die ein.
Wir machen die Nachtschicht mal aus, dass sich die Wissenschaftler auf die anderen Schichten verteilen. A colonist has died. Oh, die verreckeln immer noch. Verteilen die sich auch wirklich auf die anderen Schichten? Ich habe nicht den Eindruck. Ich habe eher den Eindruck, dass die sich... dass die sich andere Arbeit suchen. Das wirkt für mich gerade eher so. Aber wo? Wo sind die jetzt hin verschwunden? Bestimmt wieder hier, oder? Ach, ich wusste es. A colonist has died. Ja, ja. Ich weiß. Solange wir das Heilmittel nicht haben. Leute, könnt ihr... Ach komm! Und das ist doch scheiße! Das macht so keinen Spaß! Warum? Das ist für mich ein eindeutiger Bug. Und es ist halt auch nur bei den Wissenschaftlern so. Die merken sich ja doch nicht, weißt du, da ziehst du einen Wissenschaftler ab, dann geht der andere wieder rein. Es ist doch scheiße. So, jetzt. Jetzt sind wir schon bei 103. Fuck. Warte mal, sollten wir vielleicht in der Uni mal... Ja, Ingenieure. Und Geologen eigentlich auch. So, wie ist denn überhaupt die Lage hier? Nein. Erstmal Automatisierung. Und ihr baut bitte auch die tolle Kartoffel an. Was gibt es denn noch, was die Bodenqualität verbessert? Deckungspflanzen, aber die produzieren ja so gut wie gar nichts. Also a colonist has died. Oh, schön. Arbeiten schon die Wissenschaftler als Botaniker. A colonist has died. Ich hab's verstanden. So, die Rakete ist da. 60? Ich meine, wo soll ich die denn hernehmen? A colonist has died. Ja. A colonist has died. A colonist has died. A colonist has died. Funding received. Ja, Selbstmord. Mal eben 40 Leute verloren. Läuft. So viel zu, wir haben das Heilmittel jetzt. Jetzt wird alles besser. Nee, nichts ist besser. Wir haben immer noch die gleiche Katastrophe. Naja, die Folge ist trotzdem vorbei. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Drückt uns aber die Daumen, dass wir hier irgendwie zumindest unsere eigene Kolonie erstmal mit von der Krankheit befreien können. Dass wir dann auch irgendwie, dass sie nicht alle wieder sterben, weil das ist extrem nervig. Wir sehen uns wieder zur nächsten Folge und in dem Sinne macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher.